Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Part von Let's Play Paper Mario 2, die Legende vom Äonentor. Und ich habe euch wen mitgebracht, nämlich den Rollenspielfan. Hallo Leute, wie geht's denn euch so? Ja, im letzten Part sind wir Champion geworden und das hier müsste doch eigentlich die Kabine sein, oder? Nee, Quatsch, eine zu weit gelaufen. Ja, ich hab's leider nicht mehr im Kopf, wo ich das Let's Play geschaut habe, wo das jetzt war. Aber gegen Ja, nee, dir weiß ich ja, wer der Mr. X ist. das war Dich dann hier. überraschen. Jo. Ja, wir müssen da irgendwie hoch, ne? War zumindest im letzten Part so angesagt worden, dass wir da was durch die Wand gehört haben. Und ich bin gerade irgendwie ein bisschen überfragt, wie komme ich denn da hoch? Kann ich da hochklettern? Nee. Ist ja nicht Link. Das Bild da vielleicht wegpusten an der Wand? Eventuell irgendwie? Okay, ja, wenn ich mal aufs Bett draufkommen würde, ohne dass dieser scheiß Dialog kommt. So. Die Garderobe des Champions, leider ist die Einrichtung nicht mehr geschmacksvoll. Besonders das Bett mit dem Leopardenmuster finde ich scheußlich. Ja. Ob das wohl dem Ex-Champ gefallen hat oder war das eher Klobone? Oder hat dieses Zimmer am Ende Toskova eingerichtet? Naja. Okay, die Bettdecke gefällt mir auch nicht. Mal gucken. Ne, da tut sich gar nichts. Vielleicht mit dem Hammer irgendwie da rumwirbeln? Oder mit Genau, da Yoshi genau an der rüberfliegen. Stelle. Mit Ulf. Das kann man auch versuchen. Ne, das bringt auch nichts. Gucken wir mal, ob wir mit Ulf rüberfliegen können. Ne, leider nicht. Ja, was machen wir denn Ne. da? Kann man hier was wegpusten? Oder so? Ah! Das sieht gut aus. Okay, so geht's natürlich auch. Ja, das sieht auch gut aus. Erstmal schön den Block in die Lüftung reingeballert. Ein Lüftungsschacht. Ich frag mich, wohin der wohl führt. Ja, auf jeden Fall zu den Stimmen. Ich glaube, das bist du dann als Bösewicht. Juhuhu, welch perfekt beschaffener Körper. Okay, das hört sich ein bisschen komisch an. Der macht mich für immer wunderschön. Aber dieses Mal muss ich sehr vorsichtig vorgehen. Neulich hat mich schon dieser Mardono erwischt. Totskova und Bomba scheinen auch schon etwas zu ahnen. Naja, wenn ich entdeckt werde, kann ich immer noch etwas unternehmen. Ich werde es einfach so regeln wie mit den anderen Kämpfern. Und wie mit, was, Duck Toadstar, dem ersten Champion. Diese Stimme, das ist doch Klubone. Der hat also die verschollenen Kämpfe auf dem Gewissen? Ich habe gerade erst Schwarzer Toaster gelesen, aber gut. Ja, Entschuldigung. Ich habe gerade erst Schwarzer Toaster gelesen, der Toaster. Ich muss dieses Zimmer sorgfältig verschließen. Und diese Unterlagen werde ich in meinen Schreibtisch verstecken. Und es wird immer schwieriger, fähige Kämpfer zu finden. Sogar Aurelius hat gegen Bomba verloren. Es wird langsam Zeit, ihn auszulöschen für mich. Das Aha. hört sich nicht gut an, wa? Nicht so wirklich. So, jetzt haben wir den Block wahrscheinlich bei Klobone ins Büro geknallt. Hoffentlich voll in seine Fräse rein, wa? Ja. Er ist nicht mehr da, aber er hat etwas über Unterlagen in seinem Schreibtisch gesagt. Ja, dann gucken wir mal im Schreibtisch Das nach. schreit nach So. Lizenzrechtverletzungen, glaube ich, was wir da finden. Ein Sternsplitter. Toll. Toll, super. Das sind die Unterlagen, von denen er gesprochen hat. Wir sollten sie genau lesen. Aha, ja. Patente. Ja, eindeutig. Unter dem Ring gibt es also eine Maschine, für die man das Sternjuwel braucht. Hier ist sogar eine Funktionsskizze.
Genau kapiere ich das nicht, aber das Juwel scheint die Triebkraft zu sein. Die Maschine ist anscheinend in der Lage, einer Person die Energie zu entziehen. Vielleicht sind ja Marone und Samum auch von dieser Maschine angesaugt worden, hä? Hi! Oh, da kommt der Trottel ja schon. Hey, wie seid ihr hier reingekommen? Und habt ihr die geheimen Unterlagen gelesen? Du hast also Marone und Samum auf dem Gewissen? Oh nein! Ja, hau ab! Hoffentlich hat er jetzt Bomber, die Tür abgeschlossen. Ja, dann können wir immer noch durch die Lüftung gehen. Aber es scheint kein großer okay, Block zu sein. Da lag nicht. Nur so eine kleine Platte auf dem Boden. So, wo ist er denn hin? Hier vielleicht in die Arena? Ja, da können wir zumindest rein. Oh, ist ja gar nichts los hier. Hi! Wow, sind hier viele Leute. Du bist wirklich ein Volltrottel, mich bis hierher zu verfolgen. Das sieht irgendwie aus wie so ein Mafia-König, ich weiß auch nicht. Und da du hinter mein Geheimnis gekommen bist, muss ich dich leider vernichten. Oha. Kampf gegen den Chef, wa? Ja, genau. Fahr mal runter. Du ahnst bestimmt schon, was jetzt gleich kommt, oder? Oh, ein Sternjuwel, wer hätte das gedacht? Ich meine, dass du jetzt vielleicht ahnst, wer dieser Mr. X sein könnte. Ja, ja. Bomber, sieh dir das an! Da ist das Sternjuwel! Wie gefällt euch das? Mit dieser Maschine habe ich in den Kämpfern all ihre Energie entzogen. Genau, und meinen wundervollen Körper für immer zu erhalten. Wir werden nicht zulassen, dass das Sternjuwel für so etwas missbraucht wird. Was ich mit meinem Sternjuwel mache, ist ganz allein meine Sache. Also los! Grrr, volle Kraft! Oh, jetzt sieht er aber böse aus. Jetzt, jetzt wird er gleich zum Super Saiyajin. Jetzt gleich wa? Legt er ein Ei. Oha! Sag ich doch, Super Saiyajin! Jetzt fehlt nur noch ein Kamehameha! Ja, da kommt aber nur ein Haha. Boah, Klubone ist ja riesig geworden. Haha, ich werde euch zermalmen und daraus neue Energie für mich gewinnen. Ja, oh, in deinen Träumen vielleicht. Der lila Stachelpanzer hat er, glaube ich, von Bowser geklaut. Ja. Ja, schau dir das mal an, das ist voll die Kopie, nur eine andere Farbe. Ja. Mega! Mega! Meine Kraft ist unendlich! Solange ich diese Maschine habe, ist mein wundervoller Körper unsterblich. Ich habe alle Power dieser Welt. Bomba, diesen Kerl machen wir fertig. Flucht ist nicht möglich, ja. Wer hätte das gedacht? Ja, ist ja auch ein Bosskampf. Das wäre ja komisch, wenn es ginge. Ich will erstmal wissen, was der so kann. Oh, wenigstens scheint es diesmal keine Auflagen zu geben für den Kampf, wa? Ja. Komm, machen wir mal hier ein bisschen scannen. Ja, das ist sinnvoll am Anfang. Das ist mega, Klubone! Die Kraft des Sternjuwels macht ihn so stark! 60 KP, Angriffskraft 4, Verteidigung 0. Vermutlich wird er erst die Zahl seiner Aktionen erhöhen. Danach verwendet er Items, um seine Angriffskraft zu erhöhen. Achte genau darauf, wie viel mega Klubone seine Kraft. Wie mega Klubone seine Kraft erhöht. Aber es ist schon grotesk, wie dieser Klubone sich aufgepumpt hat. Diese Sternjuwelen haben wirklich eine unglaubliche Kraft. Ja, Jetzt ja. kommt wohl der Berserker-Mode, oder was? Zahl der Aktionen gestiegen, was auch immer. Darf der jetzt zweimal pro Runde, oder was? So verstehe ich das, ja. Ja, da steht ja auch eine große mal zwei da oben. Ja, ich würde sagen, wir fangen mal mit so einem Maxi-Beben an. Das macht ein bisschen Schaden. Wäre bei seinen 60 KP nicht schlecht, wenn du ordentlich mal eins auf die Rübe kriegst. So. Wenn ich mich nicht wieder beim ersten Teil verdrücke. Deswegen halte ich auch meine Klappe, also konzentriere dich mal schön. Ja, das ist echt ziemlich mies. Jawohl. Perfekt. Volle Power. Ist es eigentlich normal, dass ich keine Musik oder sowas höre vom Spiel? Das kann sein. Weil ich sehe jetzt hier nur ein Bild.
Ja, ich habe ja auch nur Bildschirmübertragung an und ich übertrage ja nicht meinen Systemsound, sondern nur mein Mikro. Also ist das normal. Ich Gut. glaube schon, ja. Ich kann mal gucken, ob ich da bei Skype noch was umstellen kann, dass ich kompletten Systemsound übertragen kriege. Aber ich glaube, dann würdest du mich nicht mehr hören. Ich weiß es nicht genau. So, was macht der jetzt? Defensiv. Angriffe gehen eher daneben. Toll. Oh Was Mann, kommt der wird ja hier jetzt? voll overpowered, ey. Ach nö. Genau, spring mit deinem fetten Arsch auf meine süße kleine Gumbrina. Ja, das gefällt dir bestimmt nicht. So. Kriegst erstmal einen Doppelsprung ab, du Assi. Ja, was kann man denn da noch machen? Multikopfnuss. Ei. Toll. Was war das jetzt? Das war irgendwie nichts. Der ist Warum? so fett, da kann man doch nicht vorbeispringen. Nee, da müsste man volle Kanne geradeaus reinspringen und dann zurückgeschwabbelt werden. Jawohl, Aber ich habe zurückgeschlagen. Schön in den dicken Hintern rein. okay, man kann ja nicht wirklich unterscheiden, was davon jetzt hier nur der Hintern ist und was davon jetzt so Fettmasse ist. Aber gut. Ja, aber immerhin ist sein Defensiv-Buff weg. So, noch eine Multikopfnuss. Jetzt treffen wir auf jeden Fall. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Immerhin. Warum ist er überhaupt gerade irgendwie daneben gegangen? Wegen seinem Defensiv-Scheiß da, Ja, oder ja. was? Yes, Bingo. Blütenpower für alle. Ja, wir haben ein drei Kreuze in einer Reihe. Sehr schön. guter Kampf, Bomber. Greifen wir einfach weiter an. Genau so. Denn ich stehe da drauf. Och nö, was hat er denn jetzt? Der wird ja immer. Verteidigung wurde erhöht. Ey, scheiße, jetzt kann ich ja keinen Schaden mehr machen. Dann solltest du vielleicht deinen Angriff auch erhöhen, um ihn angreifen zu Nö, ich können. benutze einfach den Hammer. Der hat nämlich vier Angriffspunkte. Ja, genau. Der Hammer macht nämlich vier Schaden. Dann mache ich wenigstens einen. So. Ja, besser als Und nichts. ich mache dann einfach mal einen Austausch auf Kupio. Ne, das bringt gar nichts, ne? Gumbrina macht mehr Schaden. Ich habe nichts, um Angriffskraft zu erhöhen. Aber ich könnte ihn Oh, schrumpfen. super. Bringt aber Lässt auch nicht sich. wirklich was. Ja, mach mal null Schaden. Okay, ja, das ist sehr sinnvoll. Ich hätte alternativ eine Show-Einlage nehmen können. zum Beispiel. Naja, wie auch immer. Warum singen die? Eine Suseldusel hat das Publikum, was auch immer. Was? Wer von denen ist denn eine Suseldusel? Ich weiß es Einer von nicht. den Gegnern da oder was? Diese komische weiße Blume da oder wie? Keine Ahnung. Fakt ist, der hat jetzt keine Defensivpower mehr. Der kriegt wieder vollen Damage. Ja, hast ja schon etwa über die Hälfte ein Ja, bisschen schon. er Aber ist sieht doch gut irgendwie aus. nicht so wirklich schwer. Du schlägst dich wacker, Bomber. Ich habe auch nichts anderes erwartet. Schließlich habe ich sofort erkannt, dass du ein vielversprechender Kämpfer bist. Aber der Kampf ist noch lange nicht vorbei und ich kann auch anders. Denn jetzt kommt mein Super Saiyan 3 Mode. Ich werde dir eine Kostprobe meiner unendlichen technischen Raffinessen geben. Kannst du auch sein lassen? Ja, genau, werd noch fetter. Ja, super. Super Fettattacke oder was? Der geht scheinbar jeden Tag zweimal zu Burger King. Ich glaube, das ist noch zu wenig. Ey, hallo? So wie der gerade hier mit seinem Rücken zu uns stand, das sah aus, als wollte der uns anpupsen, Der hat gerade einen Bauchplatscher auf Mario gemacht. Oh mein. Ja gut, dass das Schaden macht, ist klar. So, Mit dem Multikopfnuss, Gewicht. geh sterben. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, Ja, sieben 14 Schaden. hat er noch, wird langsam. Grrrk. Freu dich nicht zu früh, Bomber. Der Sieger steht erst fest, wenn der Kampf vorbei ist. Ach. So ist der Kampfsport. Du wirst sehen, am Ende wird der Sieg mein sein und nur mein. Wirst du jetzt noch fetter? Bitte nicht, das reicht langsam. Sonst bricht die Bühne noch ein, glaube ich. Wow! Ach du, was war das denn? Hat ein bisschen wehgetan, glaube ich. Ja, so ein bisschen.
Den kriegen wir aber jetzt irgendwie platt. Schön downzergen. Naja, hat ja nur noch 10, das klappt schon irgendwie. Hast du noch ein paar Pilze oder sowas? Ich habe auf jeden Fall jetzt erstmal noch eine Multikopfnuss. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jetzt hat er noch 3 HP, das heißt noch einen Angriff, dann ist er eh platt. Eine Runde, ein Angriff und dann ist er weg. Guck mal. Und voller HP. Bingo. Jawoll. Strike. Ja, das war's. Jetzt ein paar HP weg. Genau, nochmal plus 4. Richtig. Meine Güte. Wie viele Stufen will er denn noch aufsteigen, ey? Ach so, das wurde überschrieben. Das wurde nicht nochmal neu gemacht, nicht noch dazu. Ich glaube, du hast Glück, dass deine KP aufgefüllt worden, sonst wäre es vielleicht brenzlig gewesen gerade. Nee, Mario hatte noch 11, also die 8 hätten jetzt nichts gemacht. Wow. Oh geil, 31 Sternenpunkte. Level up. Sehr schön. Ja, ich habe keine Ahnung, wo ich die jetzt rein investieren soll. Schlag mal was vor. Pff, da ich nicht deine kompletten letzten Parts alle gesehen habe, weiß ich nicht, was da am besten ist. Und ich habe es ja, wie gesagt, nur als Let's Play gesehen. Ja, ne? Ich habe da selber nie gespielt. Ich würde mal sagen, Lebensenergie kann nie schaden, oder? Ja, ich bin am Überlegen. Ich wollte mir den Orden holen, womit ich instant den Partner wechseln kann im Kampf. Der braucht aber 7 Ordenpunkte. Ich glaube, da werde ich die Ordenpunkte nehmen. Na gut, wenn es so siehst, nimm die Ordenpunkte, ja. Yo. Erstmal schön alles reggen. Mario wird Popstar. Was? Gut, dass da nur ein P steht. Seine nächsten Kämpfe finden auf großen Bühnen statt. Ach so. Ja, das gut. War wohl keine große Bühne oder was. Arg, dass dieser wundervolle Körper verlieren konnte. Bomber, guter Kampf. Arg. Bomber! Nee, falsche Stimme. Kommt vor. Nein, Mario. Danke, dass du diesen Kerl erledigt hast. Totskova! Entschuldigt bitte, dass ich euch damit hineingezogen habe. Aber ich muss unbedingt ans Licht bringen, dass in dieser Arena vor sich geht. Aber lasst mich euch die Geschichte von Anfang an erzählen. Ich hatte früher einen Bruder namens Totskov, ein wirklich feiner Mann. Um unsere arme Familie ernähren, hat er sich hier als Kämpfer verdingt. eines Tages war er plötzlich verschwunden. Als Assistentin des Chefs versuchte ich etwas über meinen Bruder herauszufinden und ich erfuhr, was Klubone hier für ein Spiel trieb. Aber allein konnte ich nichts gegen ihn tun. Und dann seid ihr aufgetaucht. Ich habe euch heimlich Informationen zugespielt. Dann bist du also dieser X, der uns die Mails geschrieben hat? Ja, genau. Ich habe eure Kämpfe genau beobachtet und da wurde mir klar, dass nur ihr in der Lage sein würdet, Klubone zu besiegen. Ach so. Du machst aber einen lustigen Akzent da rein. Ja, das ist doch so eine Russenschlampe. Ja, genau. Herr Klubone, was... Nein, Schluss mit dem geheuchelten Respekt. Klubone, was hast du mit meinem kleinen Bruder gemacht? Oder vielmehr, was ist aus dem ehemaligen Champion Dark Toadster geworden? Dark Toadster, er ist hinter das Geheimnis meiner Maschine gekommen. Deshalb musste ich ihn auslöschen. Du wirst ihn nicht finden, so sehr du auch suchst. Ausrufezeichen. Ich wusste es. Oh, Toadscoff. Sie war immer so unnahbar, dabei hat sie nur ihren geliebten Bruder gesucht. Ausrufezeichen. Mario, sieh nur, das Sternjuwel. Ja, Sternjuwel Nummer 3. Oh. Das ist er wohl, wa? Ja. Oh, ist das hier die Arena? Totskov! Oh, Schwesterchen, was machst du denn hier? Was? Okay, also, die Ähnlichkeit ist unverkennbar, diese komische Haartolle da. Ja, ich bin schon gut, Totskov. Es ist vorbei, alles okay. Das war also die Macht des Sternjuwels.
Also dann, Mario, das Sternjuwel gehört dir. Hat ja auch lange genug gedauert, wa? War bis jetzt so das längste Kapitel, würde ich sagen, ne? Ich meine, 20 Kämpfe? Wirklich? Wir dürfen das Sternjuwel mitnehmen? Das wäre sogar besser. So eine Sache darf hier nie wieder passieren. Also dann, Mario, nehmen wir das Sternjuwel an uns. Ja, das wär's dann, glaube ich, mit Kapitel 3. Ich glaube, 8 Stück waren das irgendwie, oder? Es gibt 7 Sternjuwelen, glaube ich. Oder 7, okay. Deine Sternenkraft beträgt jetzt 4. Mario lernt die Sternenattacke Power Plus. Sehr gut. Das hört sich so an, als kannst du jetzt auch so eine schöne Verstärkung machen wie unser netter Klubone. Ja. Irgendwie plus 4 oder sowas. Das ist doch gut. Absolut. Mal komm, mach du mal den Erzähler. Unter der schälenden Oberfläche war Falkenheim ein düsterer, gefährlicher Ort. Aber mit Tod Skobas Hilfe entlarvte Mario Klubones düstere Machenschaften. Und nach seinem Sieg über Mega Klubone erhielt er das 3. Sternjuwel. Dieses Juwel, das Antrieb für die Maschine war und Klubone seine Macht verlieh. Welche Geheimkräfte schlummern wohl noch in den Sternjuwelen? Ja, wir wollen speichern. Und aber immer doch. Dann beenden wir den Part. Wir sind bei 21 Minuten. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir hoffen, es hat euch gefallen, wie auch immer. Und mir hat es auf jeden Fall gefallen. Ja, dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Bye, bye.